Wir sind gerade auf dem Weg nach Riesa, denn wir haben gehört, da findet so ein wunderschönes Stadtfest statt mit Roland Kaiser Coverbands. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob das denn auch alles hier so ist und ob man sich denn als Zecke nicht hertrauen kann. Denn wir haben ja schon vor ein paar Wochen die E-Mails bekommen von irgendwelchen Nazis, dass sie uns platt machen, wenn wir herkommen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sich denn hier so anstellen lässt. So, wir sind jetzt auf dem Stadtfest Riesa gerade angekommen. Schon ganz unpolitische Nazi-T-Shirts gesehen und ein paar unpolitische Thor Steiner-Klamotten. Easy going alles. Wir haben uns auch schon versorgt, Zuckerwatte gegessen. Und jetzt schlendern wir mal noch ein bisschen weiter umher hier und gucken mal, ob es denn noch ein paar nette Menschen hier auf dem Stadtfest gibt, die den Bock hätten auf ein Konzert mit uns. Holger, richtig unpolitisches Stadtfest hier. Ja, schön feiern. Ja, alles krass, gut. Alles klar, ne? Wir waren in Riesa, alles super, Konzert, wir waren auf dem Stadtfest, wo es ja so unpolitisch hergeht. Die ganze Zeit unpolitische Nazi-T-Shirts gesehen, natürlich den unpolitischen Haupttäter von Mübeln, wo die Nazis versucht haben, Menschen platt zu machen bei dem Stadtfest. Und dann auch noch Holger Apfel, den NPD-Bundesvorsitzenden, getroffen und mal Hallo gesagt. Und das Konzert beim Stadion war traumhaft. Wir kommen gerne wieder und wie gesagt, wie versprochen, das war nur der Anfang. Wir kommen noch mal irgendwann und organisieren für alle Menschen aus der Umgebung ein richtiges Konzert, so richtig offiziell. Heute hatten wir ja nur unsere Homies aus der Vorpommerschen-Steppe mit. Lasst euch nicht unterkriegen an all die Leute auf den Dörfern, in den Provinzen, von den ganzen Nazi-Arschlöchern. Alerta. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht unterkriegen.